So wird er also aussehen, der neue Hildesheimer Dom. Unter dem Motto Zukunft für das Erbe feierte das Bistum Hildesheim den Auftakt zur Sanierung des Domes. Im Godehard-Saal konnten sich die Hildesheimer und alle Interessierten das Modell und die Pläne zur Sanierung des über 1000 Jahre alten Bauwerkes ansehen. Ich finde diese Pläne eigentlich sehr schön, vor allen Dingen deshalb, weil dann beide Leuchter wieder im Dom hängen. Ich denke, wenn das vernünftig gemacht wird, ist es ein schönes Welterbe. Ich denke mir, das ist unbedingt erforderlich. Die ganzen Zutaten beim Wiederaufbau der 50er Jahre wäre ganz schön, wenn man es etwas schonend, aber doch abbauen könnte. Seit dem Wiederaufbau des Doms nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Gotteshaus, dessen Schätze seit 1985 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören, weder renoviert noch verändert worden. Auch Architekt Professor Johannes Schilling aus Köln ist glücklich, dass es nach jahrelanger Planung endlich losgeht. Gemeinsam mit seinem Team ist er für die bauliche Umgestaltung verantwortlich. Und ich hoffe, dass wir dem Bauwerk ein wenig von dem wiedergeben können, was es in der Vergangenheit mal ausgestrahlt hat. Und zusammen mit dem Domschatz und dem Dommuseum ist das natürlich eine sehr spannende Aufgabe. Bevor der Hildesheimer Dom für einige Jahre geschlossen wird, hatten alle Besucher noch einmal die Gelegenheit, das Gotteshaus aus einer ganz neuen Perspektive zu entdecken. Die Mitglieder des Domkapitels führten ihre Gäste im Halbstundentakt auch an die Stellen, die sonst nicht zu sehen sind. Um den Hildesheimer Dom mit seinen Schätzen für die Zukunft zu erhalten, sind über 24 Millionen Euro nötig. Ein Aufwand, der sich lohnt, meint Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff. Das Land hat bereits finanzielle Unterstützung zugesagt. Das wird aber zu einer Belebung der Stadt führen, des städtischen Handels, der Gastronomie. Es wird mehr Touristen geben im Städtetourismus, die auch deshalb nach Hildesheim kommen. Von daher ist es eine nicht nur unter kulturellen Gesichtspunkten wunderbare Ausgabe, die wir hier tätigen, sondern auch unter ökonomischen Kriterien ist das eine vernünftige Entscheidung. Gut 6 Jahre sind jetzt noch Zeit, bis der Dom in neuem Glanz erstrahlt. Denn wenn das Bistum Hildesheim 2015 seinen 1200. Geburtstag feiert, soll die Sanierung abgeschlossen sein.